Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Sawadika. So Mod, kleiner Abendspaziergang heute? Ja, wieder spazieren, oder? Ja, nur ein kleines Stückchen vom Terminal 21 bis zum maximal bis zur Center Marina, okay? Okay, nicht so weit weg, das ist geht. Das geht. Und beim Center Marina versprechen, die gibt es auch was zu essen. Du weiner, wenn hat Essen, denn ich bin sehr ruhig. Genau, das weiß ich doch. Okay, dann macht ihr. Und genauso ruhig ist es hier auch überall. Es ist so, ja, wir wissen ja halt auch nicht genau, wie Weihnachten dieses Jahr in Europa werden wird. In Thailand spielt ja Weihnachten nicht so die große Rolle. Sind halt hier viele Buddhisten. Weihnachten benutzt man eher für so ein Konsumfest, dass die Leute sich ein bisschen was schenken, dass die Leute was einkaufen, dass die Leute zusammen sind. Du hast Hoffnung, wie es sei, oder? Nee, nicht wirklich. Also ich glaube nicht, dass viel passieren wird. Wir laufen jetzt mal die Straße hier runter, sehen ja links und rechts, dass ziemlich 90% aller Geschäfte, aller Restaurants, alle geschlossen sind. Also meine große Hoffnung auf ein schönes Weihnachtsfest kannst du vergessen. Ja, guck mal, schade, ne? Ja. Also, schon Abend. Ja, die großen Shoppingcenter, die großen Plätze, die versuchen halt mit ein bisschen Dekoration, die versuchen halt mit ein bisschen Weihnachtsstimmung und Musik und so weiter, die Leute dorthin zu ziehen. Ob das so groß klappt, naja, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es ist ein schönes Konzept, aber es funktioniert nicht. Ja, aber vielleicht schon ein bisschen Romantik für uns. Genau, ja, dich kriege ich ja da schon hingelockt, das ist ja gar kein Problem. Ja. Wichtig, es gibt was zu essen. Genau. Und das ist ja in Thailand halt immer gegeben. Also Essen wird es mit Sicherheit geben. Mhm. Wie es von der Stimmung ist und so weiter, das werden wir dann sehen. Ja. Erinnerst du dich noch an deutsches Weihnachten? So mit schönem romantischem Schnee, mit Christkindlmarkt in München oder in Nürnberg. War ich immer schon mit dir in Deutschland. Ja. München, oder? München, Nürnberg. Ja, genau, Nürnberg. Genau, waren wir überall schon gewesen. Ja. Noch Erinnerung? Mhm. Willst du unseren Zuschauern nicht mal ein Weihnachtslied singen, deutsches? Nee. Lieber nicht. Okay, liebe Zuschauer, das sparen wir euch mal lieber. Das Singen ist nicht so uns. Ja, wir machen uns lieber auf den Weg. Wir schauen mal, was es noch so Schönes gibt hier. Hört die Straße runter, die kennen die meisten von euch sicherlich auch. Ja. Ist eine relativ trostlose Angelegenheit mittlerweile geworden. Mhm. Spaß macht es nicht mehr. Ja. Aber wir schauen mal, wie der Weihnachtsmarkt, wird es ja auch nicht heißen, wie der Markt dort ist. Soll ja richtig schön sein. Wir waren ja schon mal da gewesen, allerdings war da noch die Beleuchtung fertig gewesen, da war die Musik noch nicht fertig und so weiter. Ja. Heute ist das alles wahrscheinlich schon vorbereitet. Ja. Und das Wichtigste natürlich, es wird was zu essen geben. Keine Essen. Ja, noch nicht, warte doch mal, wir finden da bestimmt was. Mhm. Das ist der Grundpfeiler jeder thailändischen Veranstaltung, ist Essen. Du warst immer verwirrt. Ja, ich habe mich gerade gesehen. Ich sage, halt mal still bitte. Ich will mal hier ein bisschen was aufnehmen. Ha, ich kann nicht so gut Deutsch. Was ist das denn? Nicht verstanden. Bevor es hier nicht 5 Kilo Essen gibt, geht nichts, oder? Musst du erst essen, denn ich sehe ruhig. Ich habe schon gesagt. Ich kaufe dir mal lieber erstmal einen Schnaps und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht hilft das ein bisschen. Wird ein bisschen sehr ruhig. Auch wie wir Alkoholiker hier. Nicht viel Bewegung. Ja, genau. Dass du wenigstens mal zuhörst. Ja, immer hören, auch dich jetzt. Wann denn? Mein Essen gleich da. Ach so, und ab dann geht's los. Ja, genau. Dann kannst du auch mal still sitzen. Ja. Ich weiß nicht, warum du kein Supermodel geworden bist. Du hörst nicht auf die Leute, wenn die was sagen. Nicht verstanden. Kann nicht so gut Deutsch. Du kannst nicht so gut Deutsch, wenn es um wichtige Sachen geht, oder? Nee. Entschuldigung. Ehrlich, Deutsch nicht schlecht von mir. Morgen hast du 17 Tank einkaufen? Ha? Was hast du 17 Tank? Go oder wie? Morgen. Ui, sofort die Lampe. Ja, siehst du, das verstehst du doch. Wunderbar. Mach ich morgen. Ja, das glaube ich dir. Ich kriege sofort, oder? Unbedingt. Sofort für morgen. Dankeschön. 15.000 Taiwan. Du weiner. Fokus auf das Video bitte. Hier nicht träumen. Wir müssen jetzt das Video hier fertig machen. Okay. Was sehen wir denn hier Schönes?
Das ist schön, Liz von anderen schön, aber keine Leute. Nur wir beide. Wir beide sind das einzige Trottel auf diesem Weihnachtsmarkt dort. Es ist wirklich wahnsinnig. Wir hatten jetzt wirklich da eine ganze Weile mal gewartet, dachten, es geht ja vielleicht noch irgendwie voran. Genau. Wir waren so ziemlich die Einzigen hier gewesen. Wir hatten Hoffnung, viele Leute und viel was essen. Nein, also nur Hamburger. Es gibt Hamburger ja. Aus der Mikrowelle. Cocktails, okay, vom Stand, kann man nicht meckern. Aber wir waren halt die Einzigen und die Leute tun einen schon leid, die da auch wahrscheinlich auch Standgebühren bezahlen und die Essen und Getränke einkaufen müssen. Ja. Aber viel los ist es nicht, ihr seht es ja selber. Aber wie lange es ist, kommt doch, aber nur ein bisschen, nicht viel. Genau, wie du ja. gerne mal sagst, du willst den Leuten ein bisschen helfen. Ja, helfen. Helfen für ein bisschen was trinken. Ja, auf der anderen Seite gibt es auch Restaurants, Bar, wo man helfen kann zum Trinken. Wohin, wie lag wo? Na, da, an der Seite. Da, wo die vielen armen Mädchen sitzen. Ja. Guck mal, die sind so dünn. Die haben nicht mal was Richtiges zum Anziehen. Ich glaube, die müssten wir eher unterstützen. Du unbedingt in der Bar gehen. Nein, das ist nur für helfen. Ah, nur für helfen, okay. Ich lasse dich gehen alleine. Ich sitze hier, okay, Mai, wenn ich gesehen, du gibst Trinken für andere Frauen in der Bar. Ich gebe Trinken für Männer hier im Cocktail. Ja. Das ist gut. Mal sehen, wer zuerst getrunken ist hier. Wo will er mal, Lila? Kannst du gehen? Okay, heute du hast viel Geld mit dem in Touch, aber ich habe ATM-Karte. Schönen Dank. Wäre besser geworden. Nein, das ist ja der Geist von Weihnachten. Dass man möchte anderen Leuten Geschenke machen, man möchte anderen Leuten eine Freude machen. Guck mal, da drüben bei dem armen Mädchen, da kann ich eine gute Freude machen. Du kannst nicht überall mit jeder Frau vergessen. Ja, das arbeiten ja vielleicht auch Männer. Wohin? Ach so, okay, da sehe ich nur Frauen. Okay. Jetzt wieder Fokus auf den Weihnachtsmarkt, denn nicht. Bleiben hier. Nicht die Augen rüber auf die andere Straßenseite. Wir bleiben mit unseren Augen und der Kamera mal hier. Sie sind hier, aber Augen an der Seite. Niemals, es ist professionell, weil hier ist Arbeit jetzt. Unsere Zuschauer möchten was von dem Weihnachtsmarkt sehen und nicht von irgendeiner komischen Barfrau. Jetzt anders, andere Läden. Profi. Männer, ehrlich. Ja. Aber du weißt, unsere Zuschauer wollen nicht unbedingt die Barmädchen sehen. Wir zeigen lieber die schönen Sachen. Vielleicht ist das der einzige Weihnachtsmarkt, den die Leute in Europa dieses Jahr zu sehen bekommen. Du weißt es nicht. Ja. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Okay, vielleicht mal Gefühl, nicht Männer. Dann keine Ahnung, was Männer gerne. Männer möchten Weihnachtsmärkte. Aha. So, und vielleicht gibt es ja keinen in Europa. Dann haben wir wenigstens einen kleinen hier. Ah, wenn Weihnachten gute hat, muss gibt was noch was von anderen Frau oder jeder Frau in der Bar. Nein, so. Nein. Das ist für die Familie. Richtig. Hat mit Bar gar nichts. Okay. Überhaupt nichts. Ehrlich? Dann wir trinken weiter. Wir trinken mal noch ein bisschen. Wir müssen ja noch irgendwie nach Hause kommen, aber wir sind ja mit dem Bus da. Also mir ist es wurscht. Ich trage dich das Stückchen. So weit Glas. Okay. Schon. Dann du nicht mau. Noch nicht genug. Das kann aber noch passieren, oder? Ja. Nee, es kommt ja auch keine Stimmung irgendwie auf. Die dudeln da zwar extrem laute Musik, aber tja, es sind 25 Grad im Schatten. Wir haben die größte Krise, die ich mir jemals im Leben ausmalen konnte. Da kommt keine Weihnachtsstimmung auf. Nicht bei uns und wahrscheinlich bei den anderen Leuten auch nicht. Schade, ne? Es ist sehr, sehr schade. Es kostet so viel Geld, das auch alles herzurichten und zu betreiben. Aber es wird wahrscheinlich nichts Richtiges werden hier. Wie lange es ist denn? Aber keiner da. Ja, das hätte dir mal vor einem Jahr jemand erzählen sollen, dass du einen Weihnachtsmarkt komplett für dich alleine hast. Die hätten dich ausgelacht. Ja. So, liebe Zuschauer, wenn euch unser Video gefallen hat, abonniert den Kanal, liked die Videos, diskutiert mit uns. Wir freuen uns auf euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.